Willkommen zurück zu Tomb Raider 5 Chronicles. Ja, wirklich, Tomb Raider. Ja, ihr habt's wirklich. Ja, ihr habt euch nicht verhört. Nach langer, 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 langer Zeit. Ich weiß gar nicht, wie lang. Ich weiß nur, dass Part 3 noch zu dem Zeitpunkt gehört, wo ich Part 1 und 2 aufgenommen habe. Nur erst jetzt zum Schneiden kam. Deswegen kam jetzt auch erst hier diese unglaubliche Begrüßung. Ich habe mich jetzt vorab auch schon mal wieder mit der Steuerung etwas vertraut gemacht, in der Hoffnung, dass das auch wird. Ich habe endlich mal das Gehen woanders hingelegt, was ich die ganze Zeit verändern wollte. Und ehrlich gesagt, ich weiß nur noch, hier war irgendwas mit dem, genau, mit so komischen Tauben, Vögel, Raben, keine Ahnung. So, den einen habe ich ja mit den Schalter irgendwie weiß gemacht. Und die gehen nicht los. Was ist das da oben? Das sieht aus wie so ein Rambock-mäßig. Das ist aber auch eine Plattform, ne? Da ist auch ein Gang oben. Oh mein Gott. Ja, wie kriege ich dich jetzt noch weiß? Kann ich mit dir eigentlich schon irgendwas machen? Ich kann mit dir was machen. Oh mein Gott, ich kann mit dir was machen. Tu es nicht, Lara! Irgendwo hat sich was geöffnet. Und ich höre seitdem so ein komisches, wie so ein Rennen von. Ich kann mir das aber auch einbilden. Hallo? Ich hab Waffen. Ich werde auch Gebrauch von denen machen. Ich weiß jetzt schon, ich werde mich direkt wieder erschrecken, ne? Ist da jetzt was gekommen? War das vorher schon? Nee, ne? Das war nicht. Oder? Nee, 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 das war nicht. Das. Ach, das hat angefangen, sich zu bewegen. Oh, ich hätte einfach mal nach oben gucken sollen. Okay. Wie nah darf ich ran? Ich glaube, ich muss hier kriechen, damit ich wirklich auf die andere Seite komme. Ich hoffe, ich muss auch mit dem anderen nichts machen. Ha. Und damit ich nicht erwischt werde. Ach ja, funktioniert gut mit dem Kriechen. Ja! Funktioniert einwandfrei. Mir die ganz, die, die. Andere Dings gar nicht mehr angeguckt, fällt mir gerade ein. Oh nein, ich krieg's doch ab. Oh, okay. Dann stirb Lara. Ich kann damit leben. Da muss ich mich vielleicht doch am Rand so lang hangeln, glaube ich. Ich weiß es nicht. So, nochmal auf dem Weg dahin, wo ich so elegant gestorben bin. Oh, das hat sich gereimt. Oh, ich bin so gut im Reim. Ich habe mir jetzt auch nochmal die Dings angeguckt. Den anderen Vogel, weil der von hier oben so komisch aussah, aber der hat sich nicht verändert. Der ist immer noch so, wie er sein soll. Oder wie er vorher war, sagen wir es so. Oh, guck mal, ich krieg keinen Schaden. Yay. Aber gut, so hätte ich nicht durchgekonnt mit dem Krabbeln. Weil gar keine einheitliche Fläche ist. Ach, egal. Ach, es ist ein Schalter. Es hätten auch Hunde kommen können. Ich glaube, ich speichere hier sicherheitshalber. Ich habe noch nicht genügend gespeichert hier in diesem Spiel. Meine 5 Millionen Mal vom Teil davor müssen noch getoppt werden. Okay. Ich weiß auch nicht, wo mich das Ganze hinführen soll. Ich habe nur Angst, wenn ich mich hier fallen lasse, dass ich Schaden kriege. Also nehme ich mal den Weg wieder ganz normal zurück, den ich auch jetzt gekommen bin. Da müsste sich ja rein theoretisch von dem, was zuvor auch passiert ist, sich dann wieder was öffnen.
wo ich dann weiter vorankomme. Ich habe Angst, dass plötzlich irgendwelche Hunde auftauchen. Das machen die Hunde ja gerne. Nein, sieht nicht so aus. Das war der, ne? Ja. Ich hätte auch einfach nur gucken müssen, wie die ausgerichtet sind, aber egal. Vorher überlegen. Ich wollte gerade sagen, ah. Ist das Tor unten auch offen? Aber jetzt kommt schon wieder so komische Musik und das ist, was mir nicht gefällt. Nein, nein, Lara, nein! Hat sie Schaden gekriegt? Wenn ja, hat sie viel Schaden gekriegt? Irgendwie sieht der Balken nicht wirklich verändert aus. Ich nehme mal an, sie hat nicht wirklich Schaden gekriegt. Calm, calm, Lara. We're all friends here. Begging your pardon, ma'am, but if you'd like to put them pea shooters away. Now, the second stone, if you please, Miss Croft. Come get it. It's a little too late in the evening for these games. Larson, search her, if you please. Well, god darn if I don't get all the best jobs. You want to try the back pockets? Larson! Oh. Enough! Enough! My patience is exhausted with this childish nonsense. The stone, Miss Croft! If you put this into that gate, Pierre, you're going to get a lot more than you bargained for. Trust me. I'll put it in then. That would be one of the stupidest moves you've made. And that's saying something. I think you'll appreciate. A nice try as always, Miss Croft. Wait for it. Don't say I didn't warn you. What is it? What have we done? In your usual flamboyant style, you have set in motion the next gate phase. Next gate phase? If my memory serves me, the gate has realigned itself. And if it does not receive two stones in the next few moments... If I was you, I'd grab your Cro-Magnon cowboy over there and run as fast as your little legs can carry you. Au revoir, mon cher. Warum, Lara, musst du immer so leise reden, hä? Ich höre Fledermäuse. Wo bin ich jetzt? Also ein Logikfehler, ich weiß ja nicht direkt, ob das jetzt ein Logikfehler ist, aber ich hätte jetzt gedacht, so die Größe der Explosion, die hätte eigentlich schon darauf zu schließen gegeben, dass der nicht nur irgendwie Klamotten brennt, sondern entsprechende, das ist eine Schubkarre oder sowas. Ich höre gerade komische Geräusche. Ich höre gerade echt komische Geräusche. Sind das einfach nur Fledermäuse? Okay, sind überall so Sprengdinger. Ich weiß nicht, ob ich auf die schießen sollte oder besser nicht. Wow. Da denkt man auch so, oh, Caution, Caution, keine Ahnung, irgendwie sowas in der Art. Und dann passiert nichts. Das Schöne ist, während der Videosequenz ist jetzt mein Akku vom Handy leer gegangen, wodurch ich jetzt nicht weiß, wann der Part vorbei ist. Oh, ich habe wieder eine Brechstange.
Musik? Mach mir keine Angst. Was ist das jetzt schon wieder? Laservisier. Oh, da oben kann ich hin. Oh, dann gucke ich mich da erstmal um. Nein, nein. Oh, Lara. Ja, ich weiß. Ich habe da vorne gedrückt, anstatt springen. Ah, das war meine Schuld. Oh Gott, jetzt fange ich schon an, mir die Schuld zu geben. Nein, das war Laras Schuld. Komme ich da überhaupt dran? Ich weiß es nicht. Ich glaube, da muss ich dann eher mal runter. Ja, aber so komme ich nicht ran. Schade. Okay, dann komme ich wahrscheinlich hier irgendwie mal runter, beziehungsweise habe die Möglichkeit dazu. Gut, gut, gut. So, Waffen zücken, weiter rumlaufen. Vor allem, warum stellt sich Lara mitten an so eine Wand, wenn da gar keine Tür und sowas dahinter ist? Das hieße ja, sie müsste von... Oh Gott. Der Karottenzähler steigt. Geh kaputt! Geh kaputt! Ich weiß, ich könnte wahrscheinlich auch die Brechstange benutzen. Und hier ist gar nichts. Ah, hier ist ein Seil. Ah, wenn ich da runterfalle, ah, kann ich auch so oft wieder hin. Das macht alles Sinn. Hm, nein, Lara will da nicht rein. Lara will da nicht rein. Das Weg mit dem Tor ist nichts. Das ist auch zu. Hier ist Kanalisationsdeckel. Könnte ich mir auch vorstellen, dass man das mit irgendwann mal mit der Brechstange öffnet. Okay. Also ich weiß nicht, ob ich hier schon mal war. Glaube aber nicht. So, jetzt muss ich mal gucken, ob sich die Tore öffnen lassen. Oder diese eine Tür. Irgendwas muss ich ja mit der Brechstange wohl machen. Sonst hätte ich die ja wohl nicht gekriegt. Ah, hier kann ich sie benutzen. Dann mach sie mal auf, Lara. Sieht echt für mich aus wie so ein Cautions-Schild. Percolo. Ja, Percolo. Percolo kenne ich auch. Percolo ist ein berühmter Kistenproduzent. Und irgendwie... Ihr hört doch Grillenzirpen, ne? Nennt man das dunkel, also Nacht? Vor allem, warum grillen die Zirpen, wenn ich in dem Raum bin? Guck, hier fangen die Grillen an zu zirpen. Ja, hier ist es mehr Nacht als auf der anderen Seite. Als auch draußen. So, dann hier lang. Ach, hier ist das Seil, was ich gesehen habe. Immer schön brav umsehen. Nicht, dass man was übersieht hier. Kann ich hier einfach hoch? Dann gehe ich halt hier an der Stelle hoch und hätte jetzt auch kein Problem mit. So. Ey, da liegt was. Komm ich da hin? Die Magie des Speicherns. Ich wollte gerade sagen, also rein theoretisch müsste ich eigentlich dorthin kommen. Hoffentlich komme ich auch heil wieder zurück. Es ist immer so schön, wenn man... Eigentlich? So weit. Naja, kam das bisschen Leben. Ich hätte vielleicht keinen Anlauf nehmen sollen. Aber so cool, dass es hier Grillen zirpen und jetzt, wo ich eine Etage höher bin, zirpen keine mehr. Draußen zirpen keine mehr, aber unten in der Etage. Ja, ist logisch. Oh Gott, wie lief man nochmal über die Seile? Nein. So wollte ich machen. Ach so, okay.
Lara, bleib. Wackel nicht. Wackel nicht. Wackel nicht. Lauf. Lauf, Lara. Lauf. Mach keine Spirenzchen hier mit mir. Nein, Lara. Nein. Ganz sachte drüber. Bin eh immer erstaunt, was für eine Körperspannung sie auf diesem Seil hat. Okay, das haben wir geschafft. Direkt speichern. Das muss gespeichert werden. Ist das was? Nee, das war nur Schatten. Okay. Ah, ich muss, glaube ich, dorthin. Aha, wir sind bei Tatjans Market. Market, habe ich das richtig gelesen? Ich weiß, das ist so kurz für Lara, damit sie dann springt und plä, 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 weil Lara doof ist. Das ist so eine Unlogik, die ich in den Karottenzähler nicht mit aufnehmen werde, weil das eine Lara-Unlogik ist. Das kommt halt durch die Produzenten, ne? Ah, jetzt bin ich da, wo ich gestartet bin. Oh, ich muss doch bestimmt dort drüber, weil das Tor kriege ich doch nicht auf. Oh, na toll. Ah, ich habe kurz vorher gespeichert. Geh mal nach ran. Müsste ein einfacher Sprung eigentlich reichen. Okay, das klappt ja. Das war's. Das will ich. Das will ich haben. Speichern. Ich kenne mich. Ich kenne mich, dass ich es genau dann schaffe, wenn ich speichere. Hätte ich nicht gespeichert, hätte ich es nicht geschafft. Und jetzt kommt doch noch ein Krankenwagen. Vielleicht ist das ja jetzt mein Timer dafür, dass der Part vorbei ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange ich aufnehme. Okay. Okay. Lara, alles wird gut. Guck, kaum speichere ich nicht, passiert sowas. Lara. Lara, Lara, Lara. So hoch, nochmal holen. Ach so. Ich drück wie blöd die G-Taste. Herrlich. So, okay, dann haben wir das. Da gucke ich mich jetzt hier nur noch um und dann werde ich den Part beenden. Oh, da sind Leuchtfackeln. Ah, das ist der Raum, wo ich nicht rein konnte, weil das die Tür und so weiter ist. Aber ich weiß nicht, ob ich da einfach auf den Boden kann, um mir die Leuchtfackeln zu holen und dann ohne Probleme auch wieder zurückkomme. Ah, muss ich testen. Mache ich aber erst im nächsten Part. Bis dann, tschüss, eure Time.